Hier ist euer Kido 881. Diesmal melde ich mich mit einem Rundgang vom Volkfest in Miesbach 2014. Leider ist das Wetter mal wieder nicht gut, aber das macht mir ja nichts. Hier wäre der Eingang beim Watzinger Keller. Gleich in der Mitte sticht man da ins Auge das Kettenkarussell. Dann hier, wegen Regen will gar keiner fahren gerade, kleine Bimmelbahn für kleine Kinder. Das Almcafé vom Ski Club Miesbach e.V. Krebs und Galette Stand und Dosenwerfstand. Dann was haben wir hier wieder Schönes? Den Autoscooter, der läuft jedenfalls. Der ist ja auch unter Dach. Und gleich schräg gegenüber dem Autoscooter ist das Regal. Das ist eine alte Breakdance-Version. Ja, eine alte Breakdance-Version. Dann hier immer noch der Autoscooter auf der anderen Seite. Neben dem Regal, wenn man immer es aussprechen möchte, Schokoladenfabrik Bertis. Also ein Süßigkeitenstand. Daneben dem Süßigkeitenstand klassiert der Früchtestand. Und noch hier nach dem Autoscooter, von hier kam hier, der Glücksgreifer. Dieser Greifarme. Dann hier neben dem Glücksgreifer in der Mitte ist das Kettenkarussell. Und neben dem Süßigkeitenladen ist ein Süßstand. Und dann nach dem Süßstand machen wir eine Kurve, von hier kamen wir, ist das Festzelt. Das Festzelt mit Hackerspor. Leider ist natürlich der Biergarten wegen dem extrem starken Regen gerade geschlossen. Hier ist noch die Fischers Froni Hütten. Schauen wir mal, wie es drinnen aussieht. Glaskapelle spielt. Ja, ansonsten gab es schon vollere Bierzelte. Dann, nachdem wir aus dem Bierzelt rauskommen, nochmal das Kettenkarussell. Dann gehen wir weiter, von hier kamen wir. Hier ist dann rechts der Pizza- und Bäckereistand. Danach, die gute alte Feuer- und Eisachterbahn. Die kennen wir doch schon. Das ist die Feuer- und Eisachterbahn. Momentan in Miesbach vertreten. Dann gegenüber von der Feuer- und Eisachterbahn ist ein Luftballonstand. Nach dem Luftballonstand ist wieder der Autoscooter. Von der anderen Seite dieses Mal. Der geht jedenfalls. Der Regen, naja. Schauen wir mal, schaut her, wie schwarz der Himmel ist. Ist nicht so schön. Machen wir mal die Feuer- und Eisachterbahn. Dann haben wir hier noch einen Losstand. Einen Losstand. Und Trampolin springen, was er so vorgeschlossen hat. Schau her. Das Ketten. Beim Kinderkarussell möchte noch ein kleiner Junge fahren. Trotz Regen oder Sturm. Ich will hier fahren. Okay, das war's wieder. Jetzt sind wir beim Eingang. Das war der Rundgang durch das Miesbacher Volkfest 2014. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Rundgänge und noch viele weitere Videos für Jung und Alt findet ihr auf meinem Kanal Kilo 8.1. Wenn euch der Rundgang gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal gerne liken. Oder auch auf positiv für Beurteilung klicken oder auch werben. Ich freue mich über alles. Bis zum nächsten Mal. Euer Kido 881.